So, wo müssen wir hin? Ah. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Ja, genau. Spring mal hoch. Wie in alten Zeiten. Okay. Gut, dass du in Form bist. Ja, komm. Hier, bitte. Danke. Wie komisch, der die Leiter hochklettert. Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully? Bist du da? Jetzt hört er uns nicht mehr. Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Schlechter Empfang. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Ah. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Natürlich. Ja, dann mach mal, komm. Stell dich da hin. Ja, und wie muss ich das jetzt... Okay. Ah, okay. Hast du's? Ja. Er hat's. Vorsicht. Buonasera. Ma che sta facendo? Das war klar. Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt? Stimmt. Cool. So, weg mit ihm. Sau cool. Schon los. Sau coole Sprüche. So. Okay, ab in den Maschinenraum. Sind auf dem Weg. Alles klar, Sam? Ja. Nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir drücken den Bau rein. Alter. Sam, bist du da? Sam? Sully? Ja, toll. Natürlich keiner mehr da. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Hier wohl nicht. Wo ist denn der Turm? Ist das da hinten? Nö. Wo geht's denn lang? Da oben ist was zum Festhalten. Hier kommen wir doch auch nicht weiter. Hier runterspringen ist keine Option. Hier? Hier neben. Geht's hier? Ne, da kommen wir nicht hoch. Hier ist auch nichts zum Hochklettern. Wie sieht's denn hier aus? Nö, hier ist auch nichts. Boah, da kriegt man ja einen Drehwurm. Da ist was zum Hochklettern. So. Die Tür wird wahrscheinlich zu sein. Habe ich mir gedacht. So, dann klettern wir halt über die Fenster. Aha, hier geht's nicht weiter. Vielleicht doch hier lang. Uah. Komm, kletter doch mal hier rum. Ich will mich doch gar nicht hochziehen. Ah ja. Ich will da drüben ja auch nicht runter. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. Genau, müsste. Jetzt stellt sich die Frage. Hier ist ein Dach. Puh, boah. Komm ich hier irgendwo? Nö. Kannst du ja mal dezent vergessen hier. Okay. An den Kabeln komme ich auch nicht hoch, ne? Nö. Okay. Ach, natürlich, wir können doch darüber springen. Warum sagt mir das keiner?
hoch. Und da lang. Und da lang. Und hoch aufs Dach. Okay. So. Soweit hätten wir es schon mal. Da geht's auch wieder nicht weiter. Können wir hier irgendwo? Nö. Also muss es hier irgendwo weitergehen. Ach, natürlich da drüben. Wow. Oh Mist. Das war klar. Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber, nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix auf dem Kordnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Was ein Dödel, ey. Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Der hängt da so ein bisschen rum, oder? Ja, er hängt da. Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Was ein Dödel, der Typ. So, wo sind wir denn jetzt? Hier geht's nicht weiter. Hoi. Tiefer Abgrund. Maschinenraum. Ja, wir müssen aber da runter, ne? Geht ja nicht an. Nee, da müssen wir hin. Boah, wow, wenn ich jetzt da runterspringe, dann habe ich Angst. Okay. Wow, wow. Und. Hepp. Okay. Warum nehme ich den Maschinenraum? Das ist wie immer eine gute Frage. Oh Mann, ey. Und wieder darüber. Oh, dass das noch hält.
So. Und wo jetzt hin? Och, geht ja gar nicht tief runter. So, hier hoch. Okay, hier geht's nicht weiter. Shit, wo geht's denn? Wo geht's denn jetzt lang, verdammte Hacke? Ja, wir hätten vielleicht auf die andere Seite gehen sollen. Ich glaube, das sieht's besser aus, oder? Nein, bleib mal hier ruhig. Nee, du sollst nicht schwingen. Boah. Kommst du hier nicht anders rum? Oh, was ist... Alter, was ist denn? Aber hier kommen wir nicht hoch. Wir können hier auch nirgends hin. Das heißt, uns bleibt ja eigentlich noch nur die... So. Ja. Ne, wir müssen hier rechts rum. Genau. Und jetzt das Rohr da oben. Komm. Schnapp's dir, ja. Okay, rüber. Und komm da oben. Ja, komm. So, da hoch. Da hoch. Ans Fenster und rein. Ui. So viele Kabel. Und da läuft einer. Da geht's nicht lang. Boah, bin ich eben erschrocken. Ich dachte eben, sein Handy geht los, ey. In Ordnung. Wo jetzt lauer? Geht ja nur hier, ne? Ne, hier. Gibt's hier irgendwas? Nö. Okay, dann gehen wir mal da durch die Tür. Na bitte. Wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Genau, wo sind die Schutzschalter? Sicherung, was auch immer. Da. Ja, natürlich. Ach, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gott verdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. Ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Geruch? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Geboten. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot. Keine Sorge. Du bist im Nu da raus. Na, das hoffe ich. So. Okay. Du musst das Schloss aufbrechen. Klar. Das Gebot liegt bei 130.000. Da nicht. Okay. Wir sind jetzt bei 140. Komm da dran. Geh doch hin. Geh hin. Ihr Gebot, Signore, bringt uns auf 150.000 Euro. Muss doch was sein. Ach, das aktuelle Gebot steht bei 160. Ja, komm, Moment. Komm, 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 mach hinne. Signore bietet 170.000. Ja. Also, auf geht's, komm. Wir stehen nun bei 180.000 Euro. Ach, Wahnsinn. Das Gebot liegt jetzt bei 190.000 Euro. Wir schaffen es.
Ja, komm, hin da und Licht aus. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 210.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Paris! Gut. Dem hat das gezeigt. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Okay, liebe Leute. An dieser Stelle mache ich einen Cut. Aufnahmesession, wir sehen uns zur nächsten Folge und dann geht's weiter genau hier an dieser Stelle. Bis dahin, euer Kalle. Ciao, ciao.